Kinas, willkommen zurück zu Pokémon X. Beim letzten Mal haben wir die zweite von 5 Aufgaben bestanden, wie man ein erfolgreicher Detektiv wird. Ja, ich meine mich damit. Und jetzt machen wir die dritte. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, jetzt kommt eine Holo-Lock. Richtig. Wunderbar. Alles verläuft nach Plan. Random Kai, ich bin's Lebel. Ich möchte gerne etwas mit dir bereden. Könntest du vielleicht bei mir im Lebel-Büro vorbeischauen? Ist ja immer wieder toll, dass wir aus einem Gebiet rauslaufen müssen, damit eine neue Holo-Nachricht kommt. Sehr cool. Wirklich toll. Nein! Jetzt war die Perspektive ganz anders und ich dachte, super. Aber egal. Kinas, Lebel, da bist du ja. Und hey, wo ist mit hier hin? Hallo? Hallo? Ah, da bist du ja, Random Kai. Hör mal, ich muss dich etwas fragen. Es geht um Mathia. Seit sie hier im Büro wohnt, scheint sie ein bisschen gestresst zu sein. Ehrlich gesagt, mache ich mir ein wenig Sorgen. Wie siehst du das Ganze denn, Random Kai? Stimmt vielleicht etwas nicht? Ja. Ich verstehe. Dann hat sie dir also etwas anvertraut. Auf dich verlässt sich eben jeder, Random Kai. Weißt du, als ich Mathia hierher eingeladen habe, da wollte ich einfach nur ihr Beschützer sein. Ich habe mir geschworen, ihr ein guter Vaterersatz zu sein. Ich hoffe, das belastet sie jetzt nicht. Oh. Kapitel 3, das gestohlene Pokémon. Die springt einfach. Please, you must help me. My precious Pokémon was stolen. Oh, wenn das mal nicht einer der vielen Touristen ist, für die diese schöne Stadt so bekannt ist, gehe ich recht in der Annahme, dass sie aus einem fernen Land zu uns gekommen sind, gute Dame. Gestatten, mein Name ist Lebel. Kann ich helfen? Oh, thank goodness, you can't understand me. I can follow of the language here, but I can't speak a word. Please, you must listen. My precious Pokémon was stolen from me at the station. I heard that this place is a detective agency, so I rushed right over. Please, find my beloved Pokémon and get it back for me immediately. Gute Frau, ich bin untröstlich, aber könnten Sie wohl etwas langsamer sprechen? Oh, you son of a bitch, shut the fuck up! I can't return to my home country without my darling Pokémon and my flight is about to depart. Also wenn ich das alles richtig kombiniere, dann... Das tue ich selbstverständlich immer. Dann wurde diese Dame schrecklich beleidigt. Aha! Und soll ich dir verraten, was genau der Stein des Anstoßes ist, Random Kai? Soll ich? Die zahlreichen Reisen rund um die Welt haben meine Sensibilität für Fremdsprachen gestärkt. Diese gute Frau ist aufs Äußerste beleidigt, dass wir ihr noch keinen Tee angeboten haben. Der Fall ist sonnenklar. In diesem Sinne, Random Kai, ich gehe jetzt einen köstlichen Tee kaufen. Unterhalte du bitte unseren Gast, solange ich weg bin. Hey, what's wrong with this man? He hasn't understood a single thing I've said. I didn't come here to drink a tea and chat. I want my Pokémon back right now. Ich bin wieder da, Herr Lebel. Ja, hallo. Oh, Random Kai, willkommen. Ist Lebel unterwegs? Und wer ist diese Alte? What's wrong with this girl? She just called me an old woman. How rude. What do you know? People with full looks have full mouths as well. I'll bet she's the daughter of that useless detective Lebel. Hey, old lady, watch your mouth. You can say all about me and what you want, but I won't let you insult Mr. Lebel. And I'm not his kid, okay? I'll have you know, you're being very rude to him himself. You understand me? More or less. You get to hear all kinds of languages on the streets of the city. Growing up on the streets, I naturally picked up some bits and pieces. Aber wenn wir uns in einer Fremdsprache unterhalten, grenzen wir Randome Kai aus. Und außerdem möchte ich mich hier nicht noch weiter mit dieser Alten streiten. Hey Flauschi, was meinst du zu dem Ganzen? Kannst du uns vielleicht mit deinen Kräften helfen? Ja! Oh good, at least there's someone who can understand me. Please forgive my hasty words earlier. I've been in panic. My darling Pokémon is more important to me than anything else in the world. I just can't hold myself together when it's missing like this. Ist das Flauschis mysteriöse Kraft? Du hörst auf einmal die Gedanken der Frau. Die Frau bedauert es, so abfällig über Lebel und Mathia gesprochen zu haben.
Und der wahre Grund, warum sie so aufgebracht ist ein anderer. Ihr Pokémon wurde gestohlen. Anything else? Where was it stolen? Ist das... Ja. Sie hat keine allzu hohe Meinung von der Frau, die Lebel beschimpft hat. So viel ist klar. Aber auch ist sie in Sorge um das gestohlene Pokémon und will daher helfen. At the town's train station, I was approached by a ruffian and the next thing I knew, my bag was gone and my Pokéball with it. Sie ging gerade durch den Bahnhof, als es passierte. Ein Mann kam von hinten angelaufen und entriss ihr ihre Handtasche. Sie lief ihm nach, so schnell sie konnte, doch er hatte sie bald abgehängt. A ruffian at the station? That's who it must have been. Alter, dass das jedes Mal da steht, ist so unnötig. Es hat ganz den Anschein, als wüsste Mathieu, um wen es sich bei diesem Mann handeln könnte. Da bin ich wieder. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Aber ich konnte natürlich nicht einfach irgendeinen Tee kaufen. Oh, Mathieu und Flauschi sind ja auch hier. Das nenne ich mal perfektes Timing. Habt ihr beiden euch schon unserem weitgereisten Gast vorgestellt? Ja, hallo, ja, ja, ja. Deine Verbindung zu den Gedanken von Mathieu und der Frau ist abgebrochen, Hai. Flauschis Kraft wurde wohl unterbrochen. Oh, was denn, Flauschi? Freust du dich etwa, dass ich endlich wieder zu Hause bin? Ich wusste, dass sich Beharrlichkeit auszahlt. Endlich mag mich Flauschi, aha! Helle Bell, diese Dame hier sagt, dass ihr geliebtes Pokémon gestohlen wurde. Der Dieb ist wohl noch am Bahnhof von Illumina. Wie? Der Tee war also gar nicht das Problem? Dabei habe ich mich so in Unkosten gestürzt. Aber egal, das ist natürlich unwichtig. Konzentrieren wir uns lieber auf den Fall. Kommt, meine jungen Freunde, die Arbeit ruft. Hopp, hopp. Ein Augenblick bitte, Herr Bell. Herr Lebel, was hast du mit hier? Dir ist doch klar, dass ein Pokémon gestohlen wurde, oder? Wir müssen es sofort finden und befreien. Ich glaube, ich weiß, wer das Pokémon dieser Dame gestohlen haben könnte. Bestimmt war es einer dieser Illumina-Gangster. Das sind wirklich ein paar gemeine Gestalten, das... Die einzige Sprache, die sie verstehen, ist Kämpfen. Was, Illumina-Gangster? So ist es. Also vergessen wir das Ganze am besten ganz schnell wieder. Außerdem ist sie über dich hergezogen, während du weg warst. Sie ist gar nicht nett. Wegen so einer will ich hier keine Streitereien anfangen und ist recht in keine hineingezogen werden. Oh, please, you must help. Mathieu, falsch. Wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, dann muss man ihm helfen. Wenn ein Pokémon in Schwierigkeiten steckt, dann muss man ihm helfen. Nach diesem Credo lebt Herr Bell, Lebel. Dann hat sie eben schlecht über mich geredet. Na und? Das ändert absolut gar nichts. Warte hier auf mich. Ich gehe zum Bahnhof von Illumina. Herr Lebel? Random Kai, bitte geh und hilf Lebel dabei. Er hat keine Pokémon und ich weiß auch warum. Neulich hat er mir seine traurige Geschichte erzählt. Er hatte mal ein treues Partner-Pokémon, doch eines Tages verunglückte es bei einem Fall. Wenn er sich den Illumina-Gangstern ohne Pokémon stellt, könnte das böse enden. Also folge ihm bitte und hilf ihm. Bitte geh und hilf Lebel, du bist doch sein Partner. Ja. Dankeschön. Die Illumina-Gangster treiben sich immer an den Bahnsteigen des Bahnhofs von Illumina City auf dem Bahnhof herum. Solltest zwar mit ihnen fertig werden können, aber bereite dich trotzdem gut vor. I beg you, please. Please find my precious Pokémon. Nichts leichter als das, wertes Fräulein. Ich werde Ihnen schon helfen. Das kann ich Ihnen sagen. Gut, die Pokémon sind geheilt, das ist ja Spitzenklasse. Ich dachte erstmal, könnten sie vielleicht vom letzten Fall noch kontaminiert sein? Aber nein, das sind sie nicht. Dann ist ja gut. Ja, Kinas, der Fall ist klar. Die Dame möchte krassen Tee trinken und das müssen wir natürlich, so gut es geht, erfüllen, diese Quest. Nein. Ganz ehrlich, Mann, wie kann Lebel das nicht verstanden haben? So dumm. Aber okay. Und wo sind die Gangsters? Sind die jetzt hier hinten oder was? Also ganz ehrlich, die müssen ja irgendwo hier sein. Kann ich mit dem Fahrrad hier fahren? Nö, kann ich nicht. Ich meine, warum auch immer Fahrradfahren am Bahnsteig verboten ist, aber okay. Ist ja so gefährlich. Hey, hey, hey. Hast du dich verlaufen, Alter? Bestimmt hast du das. Welcher Wahnsinnige würde schon alleine Ärger mit uns suchen? Ruhig Blut, junger Mann. Ich bin mitnichten hier, weil ich Streit möchte. Ich suche lediglich ein gestohlenes Pokémon. Ihr habt es einer Touristin entwendet und ich bin hier, um es zurückzuholen.
Machst du Witze, Alter? Also, was du hier faselst, das ist ja wohl die Definition von Streitsuchen. Wenn wir es einfach so weiter rausrücken würden, hätten wir es gar nicht erst stillen brauchen. Das raffst du doch, oder? Sag mal, Alter, bist du nicht dieser Lebel? Damit du Bescheid weißt, wir Illumina-Gangster können dich nicht ausstehen. Kein bisschen, klar? Seit Mithir mit dir lebt und bei dir lebt, hängt sie gar nicht mehr mit uns rum. Das passt uns kein bisschen, klar? Wie meinen? Du hast mich schon richtig verstanden. Uns geht das voll auf den Zeiger. Wir haben diese dämlichen Pokémon nur gestohlen, um dich hierher zu locken. Also komm schon, alter Mann. Trage einen Pokémon-Kampf gegen uns aus. Wenn du gewinnst, geben wir das Pokémon zurück. Aber wenn du verlierst, hältst du dich in Zukunft von mir, Mathia, fern. Hast du mich verstanden? Das kann ich nicht tun. Was denn? Hast du Bumble bekommen? Mann, wie uncool. Du bist total uncool. Oder willst du uns damit sagen, du hast kein einziges Pokémon, obwohl du so alt bist? Genau so ist es. Aha, das ist echt nicht dein Ernst, Mann. Na schön, dann warten wir eben so lange. Bist du bereit? Bist kleiner Tipp am Rande. Versuch's doch mal im hohen Gras. Komm wieder, wenn du bereit bist, dann kriegst du eine Abreibung. Mit Vernunft ist denen wohl nicht beizukommen. Ich werde wohl erstmal hier zurückkehren müssen. Ah, Random Kai. Du kommst gerade rechtzeitig, um meine Schmach mitzuerleben. Die Jugendlichen haben schon recht. Ach, das spricht Herr Lebel, okay. Die Jugendlichen haben schon recht. Der große Lebel hat gar kein Pokémon. Ich kann also nicht mal das gestohlene Pokémon der guten Frau zurückholen. Hä? Wer bist denn du Dreikäsehoch? Ist das etwa der alte... Ist der alte etwa ein Freund von dir? Na, musst halt eben du ran. du wirst an seiner Stelle kämpfen, klar. Solltest du wieder erwarten gewinnen, geben wir das Pokémon gerne zurück. Wir müssen jetzt wahrscheinlich gegen jeden von denen kämpfen, okay? Wenn du zum Alten gehörst, bist du ebenfalls unser Feind. Aber wenigstens hast du ein Pokémon-Team. Was ist, wollen wir kämpfen? Da fragst du doch! Ich tue es für Mathieu. Ich mache dich platt. Ja, Kinas, das ist der Fall. Das ist im Großen und Ganzen der Fall. Ein Pokémon wurde gestohlen und das, naja, weil anscheinend Mathieu... Das ist so behindert es klingt, aber diese Gangs hatten anscheinend Kontakt mit Mathieu gepflegt. Wer hätte es gedenkt? Wow, okay, ich muss auf jeden Fall einwechseln gerade. Das hat so keinen Sinn. Dann würde ich sagen, machen wir es so, dass wir, weiß ich nicht, Frank? Ja, komm, machen wir mal. Ja, aber ohne Scheiß. Erstmal natürlich diese Übersetzung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das mit Psiao schon gut, aber wäre es nicht besser gewesen, wenn Psiao das direkt übersetzt hätte? Dank ihrer mystischen geilen Kraft. Oder wie? Also ganz ehrlich, ich hätte das angebracht. Gefunden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Na, wenn Psiao diese ganzen Dialoge zwischen der alten Dame, oder was heißt die alte Dame? So alt war sie ja gar nicht, aber wenn quasi die Dialoge zwischen der Dame und uns übersetzt worden wären. Das ist quasi das Englische direkt eingedeutscht wäre und nicht ständig hier so, oh, die magische Kraft von Psiao, oioioi. Wisst ihr, wie ich meine? Hätte ein bisschen mehr Sinn gemacht, sage ich jetzt mal, ne? Aber gut, man will sich nicht beschweren. Ich hoffe übrigens, dass jeder von denen nur ein Pokémon hat, weil ansonsten, wow. Echt jetzt? Du gehst mir voll auf die Nerven. Als nächstes musst du gegen mich ran. Nimm's nicht persönlich. Ich muss es einfach für Mathieu tun. Pokémon X2. Jetzt wird's persönlich. Mit Odette. Der alten Drecksau. Oh, das ist wunderbar, dass wir jetzt Traktor haben, weil... Da machen wir direkt mal einen schönen Fliegen. Das sind drei Pokémon. Och nein. Ne, zwei. Wie habe ich gerade eben drei gesehen? Ja, Kinas, ich bin heute ein bisschen durch. Ja. Ich kann weder lesen, noch kann ich reden. Und das bekommt jetzt gerade alles zu spüren. Ist toll, ne? Dachte ich mir. So, direkt eine Drachenklaue zum Abschluss, weil jetzt noch ein Fliegen zu meiner lohnt sich gar nicht. Für diese 3 KP da. Diese 10 KP, ja. Hätte sich null gelohnt, da noch einen Zug zu verschwenden. Bisofunk! Bisofunk. Ah, ich glaube, ich weiß, was das für ein Vieh ist. Ich glaube, das ist so ein Normal-Ding. Das weiß ich aus Pokémon Trading Card Game.
Das kann ich euch versichern. Deswegen mache ich eine Aurasphäre rein und dann sollte es das eigentlich für dich gewesen sein. Ich glaube, mehr kannst du auch nicht aushalten, oder? Was zum Fick? Okay, Blockio. Und ich denke jetzt, Nahkampf hätte mehr gebracht, aber ich wollte einfach keinen Nahkampf benutzen. Besonders, was bringt ein Nahkampf überhaupt nochmal? Senkt Verteidigung und Spezialverteidigung. Gut, es hätte aber wahrscheinlich Bisofan gekillt. Also merken, beim nächsten Mal Nahkampf. Na, aber wie seht ihr das? Hättet ihr es auch eigentlich so machen oder hättet ihr es auch so gewollt, dass der Dialog direkt übersetzt wurde, anstatt das in der dritten Person erzählen zu lassen? Wow, einfach nur wow. Wieso bist du so krass stark? Hey, jetzt mach hier mal nicht einen auf dicke Hose. Klar, denkst du echt, du kannst gewinnen? Ja. Ach ja? Ach ja? Dann Schluss mit dem Gelaber und dran an die Pokéball-Buletten. Jetzt wird gekämpft. Wir brauchen Mathia hier bei uns, kapiert? Okay. Lass dich einrechnen. Sie sind mein 3-Uhr-Termin und ich schätze daraus, dass sie gleich auch ein bisschen sterben werden. Oh, das ist perfekt, dass wir hier Traktor haben. Da können wir direkt eine Drachenklaue machen. Wobei, ach scheiße, wir sind fast tot. Ja, fuck, ich muss heilen. Weil wenn ich jetzt einen Drachenklau mache, ich bin mir unsicher, ob wir Shadrago umbringen, weil da kein Step drauf ist. Und ich weiß auch nicht, wie krass Shadrago in die Vollen gehen wird. Das weiß ich nämlich nicht. Drachenroute, das ist ja gar nichts. Das ist ja echt... Hey! Na, ganz toll. Aber weißt du was? Das ist mir recht. Da kriegst du immer auch auf die Fresse, du Arsch. Wieso ist Shadrago denn bitte langsamer als Frank? Und Frank ist schon arschlangsamer, aber das sind so Fragen, die stellt man sich nicht mehr im Leben, weil das ist eigentlich ziemlich egal. Also bye. Und was kommt jetzt für ein Pokémon? Ich meine, es muss ja nur Müll sein. Ne? Rabigator, das ist ganz attraktiv für Ronja. Aber ganz ehrlich, ich muss halt ganz abschließend sagen, es wäre am besten gewesen, wenn man den Dialog der Frau dank Psyau direkt übersetzt hätte. Ich denke mal, diese Psychokräfte von Psyau hätten das bestimmt schaffen können, den Dolmetscher zu spielen. Oder? Dass alles, was sie auf Englisch sagt, direkt übersetzt wird durch mystische Kraft. Keine Ahnung. Hätte ich cool gefunden. Aber gut. So, dass wir jetzt nicht mehr zuerst angreifen können, war klar. Wie die ein oder andere Kohlsuppe. Oder Kloßpüree sagt man dazu, nicht wahr? Ja. Ja. Mist, das erkenne ich nicht an, das verzeih ich dir nie. Du gehst mir sowas von auf den Senkel. Gut, du hast es eben nicht anders gewollt. Ich werde... Hört jetzt auf damit! Mathieu, ich sagte, ihr sollt damit aufhören. Gebt das gestohlene Pokémon zurück. Halt den Rand, Mathieu. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Das alles ist doch überhaupt erst deine Schuld. Du wolltest plötzlich nicht mehr mit uns abhängen. Warum sollten wir uns überhaupt noch versammeln, wenn du nicht kommst? Du bist doch unser Boss. Hast du mal daran gedacht, wie einsam wir sind? Servierst uns ab, um mit dem Alten rumzuhängen? Sollten wir das einfach so hinnehmen, oder was? Ich rufe gleich die Polizei, wenn das hier nochmal passiert. Mensch, darum habe ich euch doch gesagt, dass ihr mich nicht als Gangmitglied betrachten sollt. Ihr habt mich einfach zu eurem Boss gemacht, ohne mich zu fragen. Ich meine, geht's noch? Wenn ihr mich weiterhin so bedrängt, dann werde ich wieder wütend. Nein, alles nur das nicht. Alles klar, wir haben's kapiert, Boss. Du musst nicht unser Boss sein, Boss. Boss, Boss. Aber wir vermissen dich eben total krass. Das ist die Wahrheit. Hier, wir geben euch... auch das Pokémon zurück, aber seid uns bitte nicht mehr böse, okay? Na schön, ich will Gnade vor Recht ergehen lassen, aber ihr müsst euch noch bei der bestohlenen Frau und Herrn Lebel entschuldigen, damit das klar ist. Wird gemacht. Tut mir total leid, dass sie so schroff sind. Bitte sehen Sie es mir nach, okay? Okay. Sicher, ich bin nicht nachtragend. Das Pokémon ist wieder da, also alles ist gut. Ende gut, alles gut. Also dann, Randomika und Mathieu, gehen wir zurück zum Lebel-Büro. Auf, auf.
Ach ja, warte bitte noch einen Moment. Ich hätte beinahe da etwas vergessen. Hey, ihr jungen Leute. Hä? Ihr wollt also alle nur mit Mattia befreundet sein. Sehe ich das richtig? Hä? Und na, ob wir das wollen? Ich kann Leute, die Böses tun, nicht dulden. Vor allem, wenn sie so niederträchtig sind, dass sie Tränen an ihre geliebten Pokémon klauen. Aber ich glaube auch an das Gute des Menschen. Nein, ich glaube nicht nur daran, ich weiß einfach, dass Menschen sich genau wie die Pokémon weiterentwickeln können. Wenn ihr also versprecht, fortan anständig zu sein, dürft ihr Mattia gerne im Lebel-Büro besuchen. Herr Lebel? Lebel? Kommt, gehen wir zurück ins Lebel-Büro. Ja, hi. Herr Lebel, ich möchte mich wirklich für vorhin entschuldigen. Das war echt mies. Als die alte Frau dich beleidigt hat, da habe ich einfach rot gesehen. Einsicht ist die höchste aller Tugenden, Mattia. Mehr würde ich nie von dir verlangen. Aber dass du früher ein Gangmitglied warst, hätte mich beinahe aus den Schuhen gehauen. Ein Gangmitglied? Dass du so tief fällst, mit Bibi und Dagi rumzulaufen, das hätte ich dir echt nie zugetraut. Aber nein, Herr Lebel, ich war niemals Mitglied bei dieser komischen Gang. Nein! Ich kenne ApoRed gar nicht. Ich habe mich mal mit ihnen gestritten, das ist alles ehrlich. Und als ich sie besiegt hatte, haben sie mich urplötzlich zu ihrem Boss gemacht. Nach meiner Meinung hat keiner gefragt. Sieht aus wie ein ganz harmloses Mädchen, aber Mattia ist irre stark. Das könnt ihr uns alle ruhig glauben, Meister Lebel und Randomekai. Oh, der Junge von den Illumina-Gangstern. Du kommst uns früher besuchen als gedenkt. Aber wie hast du mich gerade genannt? Meister Lebel? Ich bin kein Meister. Ach, eine respektvolle Anrede, kann nicht schaden. Aber wichtiger ist, dass ich ihnen zu sagen habe. Wir von den Illumina-Gangstern sind ab jetzt nicht mehr böse und suchen uns alle einen Job. Jawohl. Wir entwickeln uns also weiter, wie versprochen. Also lassen Sie uns mit Mattia befreundet sein. Sprichst du auch die Wahrheit, mein junger und jugendlicher Freund? Das ist ja ein ganz famoser Entschluss. Jeder muss im Schweiße seines Angesichts hart arbeiten, sonst gibt's auch kein Brot. Ein so kräftiger und gesunder Junge wie du sollte arbeiten. Arbeiten, arbeiten. Jawohl. Das war schon alles, was ich sagen wollte. Bis bald, Mathieu. Eine Frage, Herr Lebel. Was hast du, Mathieu? Herr Lebel, du hast gerade gesagt, wer jung und kräftig ist, der sollte auch arbeiten, aber ich arbeite nicht. Du hast gesagt, ich könnte mitkommen und hier als deine Assistenten arbeiten, aber ich tue nichts. Ich lasse mich die ganze Zeit von dir unterrichten. Das ist alles, was ich tue. Darf ich das denn? Darf ich einfach nichts tun? Keine Sorge, Mathieu. Seit du hier bist, hast du ohne Unterlass gelernt. Lernen ist eine sehr wichtige Arbeit für Jugendliche. Ja, aber wir verbringen so viel Zeit im Lebel-Büro, doch es kommen irgendwie keine Klienten. Halten Flauschi und ich dich vielleicht von der Arbeit ab? Kann das steigen? Und trotzdem hast du das Geld ausgeschlagen, das dir die ältere Frau als Findelohn zahlen wollte. Herr Lebel, kannst du es dir wirklich leisten, dass Flauschi und ich hier sind? Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Lebel hat jede Menge Ersparnisse, ist doch klar. Wenn ich meine gesamten Notgroschen auftürme, wäre der Geldstapel so hoch wie der Kraterberg und so hoch wie die Ersparnisse von Nintendo. Oh, aber der Kraterberg aus der Sinnoh-Region sagt dir wahrscheinlich nichts, was, Mathieu? Sorge dich jedenfalls nicht ums Geld. Lerne lieber fleißig, so gut du kannst, damit du bald als meine fähige Assistentin arbeiten kannst. Du, Flauschi? Ja. Herr Lebel hat gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, aber ich finde, das geht zu weit. Wir können doch nicht die ganze Zeit so abhängig von ihm sein und ihm auf der Tasche liegen, oder? Er lässt uns hier umsonst wohnen und er füttert uns auch noch durch. So geht das doch nicht. Ja. Ich denke, dass ich was unternehmen muss. Ja. Dank Herrn Lebel kann ich ja jetzt lesen. Rate mal, was ich beim Spaziergang neulich gesehen habe. Eine Stellenanzeige. Ja. In der Anzeige stand, die Arbeit sei ganz einfach und jeder könne sich bewerben. Ich werde also gleich dorthin gehen und sie bitten, mich einzustellen. Was sagst du, Flauschi? Ja. Echt? Aber sicher doch. Gut, Kinders, ich denke mal, das wäre es für diesen Part. Beim nächsten Mal machen wir den vierten Auftrag, von daher gesehen. Haut rein! Ciao!